Jackbox Party Starters, das nächste Spiel, das rauskommt von Jackbox. Wir bekamen den Key freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Danke dafür. Und dieses Spiel ist interessant, weil es das erste ist, welches wir haben immer Fanübersetzungen gespielt. Und das ist der erste Teil, der eine offizielle deutsche Übersetzung hat. Ich vermute, da werden viele von den Leuten, die an der Fanübersetzung gearbeitet haben, mit dran arbeiten. Richtig, Maeve? Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht genau. Okay. Ich habe keine Ahnung. Wie auch immer, es hat auf jeden Fall eine deutsche Übersetzung und wir bekamen den Key und ich soll noch anmerken, dass eventuell die Version, die rauskommt am 30. Juni, sich etwas unterscheidet von dem, was wir sind. Vielleicht gibt es irgendwelche Fehler, wahrscheinlich nicht, aber ich soll es anmerken. Dass die naja. Private Beta... Wir spielen halt eine Vorab-Version. Ja, genau. Und ja, Spiele, die drauf sind, sind Quiplash, Trivia Murder Party und dieses T-Shirt-Spiel. Ja, Trivia Murder Party 2. TKO. Es ist auch Quiplash 3. 25. Und es ist Fulltime Games 2. Ja, wir warten, bis Uli das Spiel startet. Soll ich starten? Starte. Soll ich wirklich tun? Ja. Guck mal da im Regal. I kill all of you! Okay. Oh, da sind die Keys. Aber die lagen da im Schlüsselfach. Und ich hab's viel zu leise eingestellt. Das war noch nie ein Problem. Sonst hat Maeve das immer gespielt. Das war noch nie ein Problem. Warte, kann ich das skippen? Soll ich das skippen? Keine Ahnung, lassen wir es durchlaufen. Das ist Maeve. Okay. Wir suchen jemanden. Oh, das sieht aus wie Fully. Hättest du gern solche Augenbrauen? Nein. Ich muss sagen, ich mag das Lied. Es ist ein bisschen Synthwave-y. Du bist echt gut im Morden. Muss ich zugeben. Ich sterbe in der ersten Frage, das ist meine Prediction. Du bist wirklich gut im Morden. Dies ist der Weckruf, Zeit zu sterben. Okay, ihn versteht na, man. Na endlich. Willkommen bei Trivia Murder Party. Diese fantastische Rezension im echte Hotelsmagazin war ein Fake. I've imagined death so much, it's more like a memory. Nur einer von ihnen kann überleben, liebe Gäste. Jedenfalls wissen wir, dass die Auswahl an Mörderhotels groß ist und wir freuen uns, dass sie sich für uns entschieden haben. Gerne, ich glaube, dieser Bodenstruktur. Erste Frage. Müssen Fragen beantworten. Was war das Jugendwort des Jahres 2021? Oh, ist cringe! Ich glaube, es war cringe. Benutzen Sie Ihre Geräte, oh, na, um die Frage zu beantworten. Shit, warum sage ich das? Nein! Ich habe nichts gesagt. Ich habe da drauf geklickt. Wer hat die Frage richtig beantwortet? Oh, warum hab ich das gesagt? Na so. Aber ich hätte auch cringe angeguckt. War es nicht cringe? Wie lautete Johnny Cashs Geburtsname? Jonas Amazonas. Ach, Bulli, ey. Nein, ernsthaft, wer ist das? Das ist Musiker. Oh, cool. Haben Sie ich bin tot. Ich hab keine Ahnung. Das ist die Antwort. Oh. Ich wollte das erstmal wählen. Niemand hatte recht. Ich was zeigen. Ich wünschte, ich würde Cash mit Nachnamen heißen. Das wäre super cool. Willkommen in Zimmer 101. Ja gut, das war ein Cover, aber trotzdem, vielleicht kennst du mich wenn schon. Wenn das nicht mal ein Fall für ein neues Minispiel ist. Er hat nicht verstanden, was Johnny gesungen hat. Lassen Sie die Scheiben in das Brett fallen, echt? Und entgehen Sie ja. den Todeszonen. Das war Johnny Cash. Okay. Ich hab nur Johnny Amazonas gehört. Ah. Suchen Sie sich eine Einwurf. Warum gehe ich dahin? Das sind die meisten Totenköpfe. Schon mal was von Chaos-Theorie gehört? Ja. Das sind Chaos-Fakten. Hey! Morgi ist gestorben. Ha, ach, komm schon! Nicht umsonst Todeszonen. Ja, nicht da reingehen. Warum bin ich jetzt schon tot? Ja, was? Wo ist ermordet? Ja. Das ist nicht fair. Hey, natürlich sind Morgi nicht fertig mit ihnen. Nee. Sam, jetzt also ein Geist. Sein Geist noch da. Spielen Sie weiter. Ich sehe aus wie der Tentakel aus Day of the Tentacle. Und gewinnen. Du bist Patrick, der traurig ist. Ja, Patrick, ja. Fully ist ein Bozo. Ja, ich glaube, ich habe auch über den Teppich geredet. Wo sind die Pferdegangarten von der langsamsten zur schnellsten aufgelistet? Was für wo? Ach so. Okay. Easy. Ich fühle mich sehr sicher mit meiner Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Oh! Yes! Oh! Oh no! Man sieht, wer die Wendy gelesen hat und wer sich nur mit irgendwelchen Mickey-Maus-Heften beschäftigt hat. Hey, ich hab beides.
Wir haben die Wende gelesen, Johnny. Lass dich nicht auf deren Niveau herab. Es gibt ein Bild von meinem Opa, wo die Wände liegen. Das sieht sehr sophisticated aus. Alle anderen dürfen auch was schreiben. Und wenn irgendwer dasselbe hat wie sie, sterben sie. Oh nein, okay, nimmt nicht meine Todsünde. Oh. Und ich meine alle. Warte, Todsünden. Oh Gott, das ist. Okay. Warte, ich laut das von mir. Ich weiß, wir fallen gerade keine deutschen Begriffe dafür, das ist das Problem. Ja, das ist auch. Ja, ich hatte auch die englischen gerade drin und hab gemerkt. Oh, warte mal, das zählt. Die englischen kenne ich so gut von Isaac. Aber hier ist ja auch Deutsch. Es war Krankheit, oder? Yes. Oh, schau sie dir an, Johnny. Oh. Der Neid hat sie zerfressen. Ich hatte gerade so Probleme. Ich möchte mich bei den Geistern unter uns bedanken, dass sie wirklich die transparentesten Personen in unserer Gesellschaft sind. In welcher wir übrigens leben. Auf ein neues. Was ist keine Rahmensorte? Oh, Fully, sag's uns. Nein, das darf ich. Mit Rahmen kenne ich mich aus. Easy. Oh shit, ich weiß es nicht. Okay, easy. Er hat schon recht. Ich weiß es, welche. Wissen wir doch alle. Oh! Yes! Easy! Yes. Maeve, peinlich! Ich war zum ersten Mal Rahmenessen, mein Lieben. Maeve, du bist das Jugendwort des Jahres 2021. Mensch. Diese Frage passt thematisch so gar nicht. Okay. Welcher dieser Filme handelt von einer Party, auf der jemand ermordet wird? Was hat das mit diesem Spiel zu tun? Ich kenne keins davon. Hä, warte, ich dachte, ich wüsste es, aber der ist jetzt nicht dabei. Ich meine, ich habe eine Vermutung. Ich habe auch eine Vermutung, das wird es bestimmt nicht sein. Da haben wir alle das Gleiche. Ich nehme was anderes. Rat mal, wer zum Essen. Das ist die Antwort. Oh. Was? Aber das wusstest du nicht. Das nein. Genommen? Nein, das war das Einzige. Ich habe die zwei genommen. Warum soll ich dabei sein als Antwort, wenn es nur ausgedacht ist? Ja, warum nicht? Vorhin war Johnny Cash. Und trotzdem musst du uns killerst du mal. Tippe, wer sterben wird, gewinnt $100. Johnny. Guck mal, er ist komplett. Am Arsch. Ich hab auch schon nicht tot gewettet. Ich bin am Arsch. Oh! Das ist geil! Tod, Leben. Das Unglücksrad braucht meine Wartung. Wir haben alle auf seinen Tod getippt. Ja. Was sagt ihr jetzt? Ich hasse also, dich. Also, in dem anderen Jackpot-Spiel hättest du nicht gewonnen. Ich habe dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Wir sind überhaupt da. Nicht. Die letzte Runde naht. Oh, ich mag die letzte Runde nicht. Nächste Frage. Ihr kriegt mich. Die letzte Runde ist doch so eine Schnellraterrunde. Ein Hanukkah-Leuchter. Komm schon. Nee, ich bin. Oh. Ich muss dran. Jetzt nicht mit Schucke. So viele Zahlen. Fast keine Zeit mehr. Ja, ich rate. Die Zahlen, die man da sieht, sind gerade sehr verwirrend. Nein, ich habe 7 gesagt. Ich habe 10 gesagt. Ich habe auch gesagt. Es ist Zeit. Oh Gott. Ich hoffe, Sie können Anweisungen befolgen. Befolgen Sie so viele Regeln, wie Sie können, bevor die Zeit abläuft. Alle anderen spielen auch. Wir spielen auch mit. Wenn irgendwer mehr Regeln befolgt als Sie, sterben Sie. Oh, wir müssen mehr. Oh. Gib mir den Controller. Die Regeln stehen schon auf Ihrem Gerät. Los, los. Warte, was? Ich bin eingefroren. Ach, was? Oh nein, das. Nein! Ich verstehe, das ist zu viel für mich. Ist es klar, dass das Spiel Regeln heißt, weil Sie die Regeln befolgen sollen? Sich Namen auszudenken ist so schwer. Fast keine Regelzeit mehr. Wieso bin ich eingefroren, was? Oh mein Gott, ich hab 4 Punkte. Vier? Ich war so schlecht. Ja, let's go. Ihr widerlichen kleinen. Ich hab 4 Mörder. Punkte. Rede bitte mit den anderen beiden. Was war das? Rede mit den Neidern. Man konnte voll auf drei von den 4 Sachen nehmen. Habe ich alle umgebracht?
Dann belebe ich einen von ihnen wieder. Komm schon, der Alte. Nein! Nein! Das meiste Geld hat er. Der Moment ist gekommen. Ich kaufe mir den Weg in den Himmel. Ich glaube, wir sind gestorben gerade. Schön vielleicht, dass gerade Sie es lebendig hierher geschafft haben. Aber werden Sie auch entkommen? Das ist ein Vorsprung. Marie Kondos Regeln fürs Aufräumen. Tippen Sie auf jede Antwort, die in die Kategorie was passt. Was sagst du, Jeff? Auf Abschicken. Schauen wir uns die richtigen Antworten an. Ich kenne die sogar, die ist super cool. The Art of Training oder so. Jede richtige Antwort ist ein Schritt nach vorne. Ich muss das Spiel übrigens nach der Runde ein gutes Stück leiser machen. Sie sind Ihrer Flucht ein gutes Stück näher gekommen. Wenn es einen nicht glücklich macht, dann kann man es eher wegwerfen. Warum sagt er auch ein gutes Stück? Stiehlt er Ihre Lebenskraft, dann kann er statt Ihnen entkommen. Hier die müsst nächste die Frage danach für alle. Und Geister kriegen eine dritte Antwortmöglichkeit, um sie einzuholen. Die Zeit ist fast um. Komm schon. Komm schon, David! Shit! Man hätte mehr rauswählen können. Du hast nur gewählt bei David. Fahrzeuge von Honda. Ich weiß es doch nicht. Oha, ich kann das nicht auswählen. Tja. Nee, das bitte nicht. Alle drei! Oh, sie holen auf. Johnny, wir kommen. Nein, Mist! Ihr kriegt mich nicht. Ey, das ist einfach unfair. Wer peinlich wie es falsch hätte jetzt, ne? Aber es oh, ist Johnny! Nee, keine Sorge. Ich bin zwei weit gekommen. Das passt. Drehen Sie sich ja nicht um. Dreh dich nicht um, Maeve. Der Pimpster. Jungs, wartet mal auf mich. Ist doch nur Dunkelheit. Radinette. Butternuss. Salatsauce. Komm schon. Nein! Yes. Tschüss, Jungs! Du bist gleich auf mit uns. Frage. Ich melde mich. Hallo, Jungs! Tarotkarten. Nimm mich auf. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Hey, du weißt doch, was Tarotkarten sind. Die gibt's in Isaac als Karten tatsächlich. So viele Glückstreffer. The Moon. Ich wusste nicht, dass die so heißen. Oh, komm schon. Ich weiß doch gar nicht. Ich denke, ich nehme mal die in Klammern den englischen Namen hat. Die Zeit ist fast um. Eigentlich schon, ne? Man sollte meinen, das wäre smart gewesen. Alles sind, oder? Was? Das ist eine Falle. Shit. Er kam mir nicht bekannt. Der Ausgang kommt immer näher. Mein Masterplan. Und wo genau wollen Sie hin? Für die endgültige Flucht brauchen Sie eine perfekte Antwort. Ich hatte schon so viel Perfekten, jetzt werde ich es verkacken. Und dazu gehört jetzt auch die dritte Antwortmöglichkeit. Das ist literarisch 1984. Komm schon. Ja! Nein! Ich wisse ab! Bam! Johnny hat uns deklassiert. Aber das ist so unfair, er wurde einfach wiederbelebt, nachdem er umgebracht wurde. Als ob wir Mario Kart gespielt haben. Das war nicht unfair, ich war die ganze Zeit besser als ihr. Johnny hat auch den Gasherd angelassen. Oh. 4.700 Dollar gestohlen. Polizei erklärt, sie waren... Hey, was hat die Polizei erklärt? So nah war dran. Nah dran, ihn zu schnappen oder so. Waren sie nicht. Doch. Du vielleicht. Das ist übrigens mein Satz des Tages heute. Einfach meine schnippische Antwort auf alles. Wenn irgendjemand irgendwas sagt, dann sage ich du vielleicht. Nee, gib mir ein Beispiel, los. Ich weiß nicht, warum das Spiel nicht mehr lädt übrigens. Ich auch nicht. Nur weil das lädt es. Okay, ich wusste, ich hab's irgendwie falsch gemacht. Das heißt, nennt mich Ismail. War der Kämpfer. Zum Spielemenü. Yeah. Oh, ihr wurdet rausgekickt. Ich wurde getrennt. Nein. Kommen wir eben wieder rein. Nein, das ist gut. Das heißt, ich kann dann direkt. Ich kann dann direkt das Tutorial kicken. Komm ab! Das kannst du auch im Spiel kicken. Oh. Also der Fully hat's gekonnt. Ich mache aber automatisch überspringen. Das Tutorial überspringen. Achso, genau. Ich hätte gefragt, ob ich es überspringen soll. Oh Gott. Das liegt an euch. Ich weiß, das ist nur.
Ich kann auch nichts dagegen machen. Starten. Okay, Fully. Johnny sieht auch, er sieht sehr passenderweise sehr panisch aus. Ja. Es liegt an euch. Herr Fully hat zwei Köpfe gehabt. Ich wusste nicht, was das war. Ich hab's auch gelesen, ich dachte mir, bitte was? Es waren aber ganz normale vier Buchstaben, das ist so dumm eigentlich. Ich weiß nicht, von dir reden. Halt du mal deine vier Buchstaben. Das Tutorial ist auf minimal gestellt, also kann's losgehen. Erste Frage: Zu welcher Gattung gehört Princess Carolyn in BoJack Horseman? Ich hab keinen gesehen. Benutzen Sie Ihre Geräte, Princess Carolyn, willst du mich verarschen, Mobby? Das war seine Managerin. Ich wollte gerade sagen, nein! Ich hab das falsche Tier gewählt, ich hab Hund gesagt! Warum? Ich muss raten, ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab geraten. Warum hab ich Hund gesagt? Ich kenn BoJack Horseman, ja, ist das nicht. Das Morgen kennt es 2021 mit mir jetzt hier diesen Raum zu suchen. Willkommen in Zimmer 101. Das hast du dir selbst eigentlich. Bitte nicht rauchen. Johnny, hör auf zu rauchen. Sie ist so eine Katze, sie springt sogar einfach über Gartenzäune. Rechnen Sie so viel Sie können, bevor die Zeit springt um sie über Gartenzäune. Manchmal. Mit. Ich hätte die Vermutung, dass ihr Freund einfach nur zwei kleine Kinder im Trenchcoat sind. Oh shit, ich muss was machen. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Oh, ich bin lost. Oh nein, ich kann das nicht. Wieso bin ich denn immer eingefroren? Das ist gemein. Nein, ich bin eingefroren. Scheiße. Oh Gott. Nur noch Zeit für ein paar Berechnungen. Oh shit. Nein, eingefroren! Achso, ich bin eingefroren, wenn ich falsch rechne. Oh. Oh, wo? Nein, ich hab beide, was für so ein Streber! Let's go! Hey, was soll das denn? Kann's nicht schlechter sein oder so? Oh. Boah. Also ich finde Mathe ja manchmal ganz nett, aber Kopfrechnen kann ich wenn, gar nicht. Wenn große Pause feiern, ist, wir schlappen uns voll in der großen Pause. In Disneys großer Pause. Dazu. Ich musste erst mal überhaupt realisieren, was überhaupt, das Ziel ist. Und dann muss ich das Teil noch ins Bild rüberschieben, damit man es sehen kann. Deutschen am wenigsten verwendet? Nicht das U. Es ist nicht das U. Es ist das Y, gewählt? Oder? Ja, ich glaube schon, aber ich hab's verkackt. Was? Oh, ich hab's. Was? Das was? Y wird ja, häufiger als. Was ist los mit euch? Das Herr Fully, wo denn? Ich hätte jetzt. Ich war mir sehr unsicher, ob das Q oder das Y ist. Na, viele Worte mit Q? Wo denn? Das Quadrat. Ich kenn viel mehr Wörter mit Q. Quark, Quadrat, Quiz. Welche ist auch toll, hat einige Zeit im Gefängnis verbracht? Keine Ahnung. Ja, jetzt hat wohl keine Ahnung. Ich kenne nur einen. Der wilde Oscar, der hat doch was Wildes gemacht, oder? Yeah, ja, dachte ich mir doch. Warte, warum wussten wir das? Das ist der Wilde. Was soll das denn? Aber das ist der Ausgerechnet der mit einer Literaturfrage am Ende geflohen ist. Willkommen in Zimmer. Ich kenne keinen dieser Autoren. Ich auch nicht. Aber er war 227, oh oh. Ich werde es überleben. Wählen Sie eine Stelle in dieser Kiste, um sich zu verstecken. Und wir pieksen. Jetzt wird gepiekst! Zaubertrick braucht die Hilfe von Freiwilligen. Das schafft ihr nicht. Sie kriegen ein Schwert. Wählen Kann ich mit meinem Schwert auf Fully töten? Ja, wo habe ich mich versteckt? Jetzt fühle ich mich anders. Okay. Hab dich. Okay. Hab dich, Johnny. Ich hab dich. Pieks. Schaffst du das alles? Wer hat auch unten links genommen? Ich hab oben genommen. Ich hab unten links genommen. Sie können alle die Geister der Totenspieler sehen, oder? Oder dreh ich mal durch? Melf und Fully unten links genommen. Die sind kein guter Teamkamerad. Na, ich hab oben genommen. Wie jetzt? Habt ihr beide oben genommen? Dann haben wir vielleicht den gleichen Punkt. Wann also du und Smoggy, ja. Das Akkordeon erfunden? Im Akkord wird es erfunden. Das ist eine Johnny-Frage, glaube ich. Easy Survive. Was? Nein. 1644 in Rom gefällt mir. Das ist so random. Ich weiß Haben Sie nicht. Das gewählt? Das Was? Ja. Was? Yes, oh, let's go. Das Akkordeon ist so jung? Ja. Scheinbar. Das ist doch voll aufwendig, so ein Akkordeon zu bauen. Das ist ja, keine Ahnung, eine Mischung aus einer
der Monika und einem Klavier. Da es unter UV-Licht leuchtet. Ich weiß, es sind die angenehmsten Tiere von allen. Gehört? Oh, ich bin lost. Ich sag Kakerlaken. Ich auch. Das ist die Aber was? Weil die diesen Panzer haben, diesen der zum die Namen. Skorpione. Okay. Nun zu allen von ihnen, die noch am Leben sind. Ja, das hat Material. Es irgendwas mit Shell. Wie Mogi extra rausgenommen wurde. Jetzt zu denen, die am Leben sind. Nur Mogi wurde weggenommen. Ich hab auch. Ach, die verlorene Kunst. Oh, seid ihr bereit? Ja, ich muss auch sonst. Muss ich mitschreiben? Schreiben Sie so viel wie möglich von dem mit, was ich kann sage. Das überhaupt nicht. Wollen Sie denn Oh, wenn es jemand tippen. Besser macht als Sie, sterben Sie. Ich kann direkt Machen auf. Sie Ihre Tippfinger bereit, denn ich beginne genau jetzt. Liebe Jogger aus der Nachbarschaft, wenn Sie es leid sind, bei Ihrem morgendlichen Lauf die Spuren schrecklicher Verbrechen zu entdecken, empfehle ich Ihnen, die Wege am Waldrand in nächster Zeit zu umgehen. Ich weiß, Sie versuchen in Form zu kommen und haben keine Zeit für lästige Zeugenbefragungen. Zeit vorbei. Und so haben Sie abgeschlossen. Komm schon. Ich hab ab der Mittag drauf gehört. War irgendjemand besser als Sie? Ach, yes, Mogi! Der alte Mögi! Mogi ist so gut im Spiel, dass man diesen Brief wirklich abschicken könnte. Das von mir. Yes, lebe ich jetzt wieder. Das Problem war, ich hatte ein Wort, bei einem Wort wusste ich gar nicht mehr, welches es war und dann kann man einfach aufgeben, oder? Was ist das für Nein, du fängst mit dem anderen Satz an, so mache ich das auch immer. Ah, okay. Du kannst einfach weitermachen, wo du es hörst, dann lässt du einfach Wörter aus. Ich spiele keine Wörter. Das wusste ich noch vom letzten Mal. Zeit für die nächste Frage. Die sind jetzt nicht gestorben, weil... Nee. Was ist bei einer totalen Sonnenfinsternis auf der anderen Seite der Erde zu beobachten? Totale Sonne. Wie auf der... Hä? Ja, easy. Eine... Oh, okay. Haben Sie das gewählt? Nacht. Das yes! Ist die Antwort. Das ist eine Fangfrage. Was hast du gesagt, Fully? Was hast du gesagt, Fully? Aber eine totale Sonnenfinsternis. Aber warum? Aber ja, natürlich ist es Nacht. Es ist aber ein bisschen fies auf der anderen Seite. Also. Irgendwie komplett nicht nachgedacht. Oh, schauen Sie, der Geist von Tante Mildred schreibt was hier. Urinal. Ihre eigene, leicht erkennbare Handschrift. Jetzt schreibt Tante Mildred ein anderes Wort. Aber alle sicheren Spieler auch. Schreiben Sie ein Wort an den Spiegel, das wie eins von Tante Mildred aussieht. Oh ja. Na los, schreiben Sie schon. Schauen Sie nicht. Genau hin. Eines dieser Wörter wird gleich von Tante Mildreds Geist geschrieben. Ich mag dieses Geräusch, dieses Mischgeräusch. Ja, was ist jetzt meine Aufgabe? Du musst was schreiben. So viele überzeugende geschrieben wurde. Wörter zur Auswahl. Erraten Sie das Wort, das Tante Mildred geschrieben hat. Achso, du musst aussuchen, wer es geschrieben hat. Achso, such raus, Fully. Welches hat Tante Mildred geschrieben? Könnte die echte Tante Mildred bitte aufstehen? Was? Yeah, das ist auf mich so reingefallen. Nice, Maves. Ich zeige Ihnen, was hinter dem Spiegel los ist. Weil das so langsam war. Ich hab Beule geschrieben. Das ist schon sehr realistisch gemacht. Ja, das war richtig gut. Liebe, ich denke, sie haben da einfach andere Spieler das schreiben lassen. Die Zeit war dann vorbei. Vielleicht wüsste ich, wie sie sonst gemacht haben sollten. Aber mir geht's gut. Ich lebe. Wir sind da. Die letzte Runde. Und schau ich die Tapete an, die ist so geschmackvoll. Bei welchem dieser Aggregatzustände wie zu Hause. Liegen die Partikel am nächsten beieinander? Oh. Am nächsten beieinander. Ich meine. Oh nein, das war. Oh mein Gott, war ich dumm. Haben Sie nein, fest. Nee, ist sogar andersrum. Ist oh, okay, Antwort. Doch nicht. Gut. Ja. Fest ergibt auch Sinn. Ja, nee, aber bei Eis zum Beispiel ist ja. Ich hab irgendwie an Eisen gedacht. Wasser ist ja dichter als Eis. Ja, aber wenn du Eis im Glas oder so hast, dann ist es nur ein kleiner Klumpen. Um dort zu heilen, bis England. Also wenn du eine Blumenvase zum Beispiel über Nacht im Winter draußen stehen lassen hast.
Jetzt brennt das sind doch, glaube ich, andere Gründe bei genauer Überlegen. Ja. Was? Also wer hat sich auf... Ich weiß es nicht. England die wieder braucht. Die Zeit ist fast um. Ich meine... Ich hätte jemand ganz anderen im Kopf gehabt. Das ist die Antwort. Yeah. Let's go! Okay. Schon wieder alle. Ich muss Ihnen wohl eine Lektion erteilen. Ja, alle. Alle haben das richtig. Alle haben's. Oh, Johnny wird sterben. Hey, warum? Sich mit zu schützen. Geht Sie jetzt auf NordVPN. Slash Ersatzmann. Ihr Buchstaben ein. Okay. Machen Sie es vier nicht Buchstaben. Vier Buchstaben, das ist ein gutes Passwort. Sterben Sie. Das kriegen wir. Was, wenn jemand jetzt mein Passwort... Das schafft ihr auf keinen Fall. Jetzt müssen alle anderen versuchen, das Passwort zu knacken. Erraten Sie als Team über Ihre Geräte das Passwort. Das wird nicht. Sie kriegen einen Hinweis. Aber du musst es ein echtes Wort eingeben, ne? Na klar. Wenn jemand das Passwort in der Zeit errät, werden alle belohnt. Ah, ihr kriegt die Buchstaben raus, oder? Keine Ahnung. Ich hoffe, Was? Wie ging das so schnell? Ja, weil es sich reimt. Ich habe Porn eingegeben und dann ist mir nichts mehr eingefallen. Oh, aber da hättest du mich bekommen eigentlich. Ich habe zuerst Haus. Ich hab nach mir. John, ich habe zuerst Haus eingegeben, weil ich ja vorhin auch Haus hatte, wo ich Fully reingelegt hatte. Ja, ich dachte, es wäre Klaus. Ist zu weit weg davon. Ich aber noch am Leben. Also, Alter, May. Ich hätte aber ich hätte einfach Rose oder es gibt so viel, was wir hätte machen können. Oder Hose. Oder Schose. Oder Lose. Oder Porn. Ich hab mich zu einer zu schnell. Porn wird zu einfach. Aber vier Buchstaben ist halt schwer. Na, es ist ein sehr sehr unsicheres Passwort tatsächlich. Hier ist die erste Kategorie. Taxonomische Rangstufen. Tippen Sie auf jede Antwort, die in die Kategorie passt, und drücken Sie dann auf Abschicken. Schauen wir uns die richtigen Antworten an. Oh, okay. Oh. Ja. Apple Computer. Huch. Okay. Ich kenne die nicht. Nein! Der E-Mac? Yeah. Was ist das denn? Ich habe nur eins getippt. E-Mac. Ich renne euch weg. Leider wirklich. Okay, jetzt bin ich. Jetzt bin ich raus. Ja, die Fragen. Zum Glück bin ich gar nicht davon. Shit. Ich hab alle gesagt. Let's go. Ja. Was machst du, Fully? Kannst du nochmal wiederholen? Ja, nee. Das hat mich gekillt. Okay, das war nicht so schwer. Ich bin ein Idiot. Ich hab keine Ahnung. Ja. Oh, ich scheinbar auch. Wow. Ich hab's nicht realisiert. Magst du Kopfrechnen nicht so, meinst du? Aber... Es wird brenzlig. Das war nicht schwer. Aber das? Die Dunkelheit zieht auf. Was ist denn 7x7, Moggy? Feiner Sand. Benedetto. Mr. Brightside. Shit! Hast du Mr. Brightside genommen? Nein, ich hab doch das zweite gewählt, es klang richtig. And another one gone, another one. Down. Filme mit Melissa McLaughlin. Another one bites the dust. Oh Gott, ich wollte zwei anklicken, ich hab nur eins gewählt. Ja, ich hab nur einen. Stimmen. Okay. Ich bin so tot. Yo! Tja, das war's wohl, Fully. Das war's noch gar nicht. Der Johnny kann das Double holen. Oh, es geht wieder los! Stimmt. Scheiße! Oh, was war das? Ich hab breite Gesäße. Warum sind die Mitochondrien nicht dabei? Let's go! Ey, Johnny! Das war's! Scheiße! Wie das war's? War's nicht? Mehr gestohlene Lebenskraft! Mehr gestohlene Lebenskraft! Tierkreiszeichen! Easy! Boah, ist es easy? Nein! Boah, ich dachte scharf. Ich wollte den Elefanten so sehr. Easy! Ihr Loser! Ey, ich hatte nicht geplant, dass das leicht ist. Ist. Ja. Du hast trotzdem scharf gewählt. Johnny. Und dazu gehört jetzt auch die dritte Antwortmöglichkeit. Oh Gott! Nein! Sie müssen alle richtigen Antworten finden. Übernehme ich jetzt? Nice. Let's go!
Natürlich, der Maeve. Ich wundere mich, dass ich noch im Spiel... Oh! Das Serial Killers! Ja, aber ich glaube, du hast jetzt nicht die Chance zu gewinnen, oder? Warte, was hast du gewählt, Johnny? Johnny, was hast du gewählt? Ich dachte, Fruit Loops wäre eine Fangfrage, weil man Fruit Loops nicht mit Doppel-O schreibt. Tut man nicht? Also ich dachte. Ich dachte schon, dass man die so schreibt. Ich dachte schon. Warte schon, ne? Ja, ja, sie ist alles gut. Aber ich dachte, vielleicht wär's... Seltsam, dass das passieren konnte. Mandela. Ja, nicht. Eigentlich schon. Das stimmt, ja. Ich war, glaube ich, der Erste, der gestorben ist, ne? Fully von Glück mit Spiegeln. Spiegel. Das ist aber wirklich, ich finde das Englisch. Wirklich. Ich find das Joni wirklich, wurde gehackt. Mögi Mathe-Massaker. Mathe-Massaker. Ich würde auch eine Runde machen. Das klingt nach einem Video für den Hauptchannel. Spiel den nächsten Teil oder Reboot? Was soll das heißen? Mögi ah, Reboot nächster Mathe. Teil. Nächster Teil. Massaker. Nächster Teil. Ah! War es Fully oder Mogi, der geschrieben hat? Ich war das. Das war ich. Ah! 30 Jahre später. In einer Paralleldimension. Ich weiß, ich sollte einfach mit dem Spiel sprechen. Oh, wie heißt es anders? Nicht aufhören, über mögliche Paralleluniversen nachzudenken, die sich nur in einer Kleinigkeit von uns Everything, everywhere, all at once. Vielleicht schreiben sie dort alle ihre Namen vorwärts oder so. Fully Luffy. Oder? Erste Frage. Luffy? Abgefahren. Total verrückte, eckige Pupillen. Was? Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Frage zu beantworten. Glaube ich? Nein, warte, ich hab verschissen. Unsere Geräte. Glaube ich hab. Seht ihr das als eckig von Schlangen? Die Frage richtig. Das ist doch nicht eckig, das sieht aus wie so eine Glocke. Wieso sterbe ich in jedes Mal in der ersten Runde? Ich dachte, die sind zu viereckig. Ja, ich dachte, die sehen so aus wie so Glocken. Wisst ihr, was ich meine? Willkommen in Zimmer 105. Also wie so kleine Glöckchen. Ich weiß halt, dass die komische... Gruselwürfel! Ja, okay, doch, ja, kann man recht erklären. Todeswürfel, nicht Gruselwürfel. Oh, das ist Blackjack! Ohne Noten. Und Noten. Nicht vergessen, wenn jemand einen Schädel würfelt, bekommen alle einen Punkt dazu. Ich mach meine eigene Trivia-Mörder-Party. Dieses Spiel ist für Leute, die Blackjack mögen, aber Spielkarten hassen. Ha! Ich habe einen Punkt geschenkt. Oh, riskant jetzt bei Moggy. Oh, let's go, let's go, let's go! Scheiße! Wir brauchen zwei Todesköpfe. Nein! Ja. Nein! Oh. Yes! Oh mein Gott. Das war so knapp. Den Rahmen. Verstanden. Mann, was hat das mit dem Rahmen zu tun? Oh, zum Glück habe ich bei 19 aufgehört. Ich sterbe immer in Runde 1. Außer letzte Runde. Ich habe also die erste Runde bei mir, als ich aufgehangen hat. Bei mir steht nur noch, ich kann würfeln. Oh nein! Machen wir weiter. Wie viel wiegt der Transatlantik-Liner Queen Mary 2? Oh, natürlich. So viel wie deine Mutter. Boah. Da gehe ich mir ganz, ganz bekannten Logik nach. Ich werde da ganz konservativ rangehen. Shit. Und wieder mal hat mich das vorletzte sagen, belohnt. Aber ich dachte, das ist vielleicht zu viel. Ich dachte, 1500 klingt schon nach ziemlich viel. Wie kam ich drauf? Ich habe 35.000 genommen. Ich habe einfach immer, ich nehme bei sowas immer das vorletztgrößte. Okay. Weil die Quizsteller meistens du noch eine Antwort höher machen als alles andere. Ich dachte, du wüsstest jetzt irgendwas, was ungefähr gleich ist. Ich weiß, ich habe ein totales Fable für Würfel. Meistens gibt es eine Antwort, die ist dann so wirklich zu hoch. Aber die nächste kleinere ist dann schon meistens richtig. Geben Sie Ihre Würfel weiter, um jemanden. Wem gebe ich den extra Würfel? Maeve. Fully. Maeve bekommt. Machen wir es fair, Mogi. Starke Zahl, ja, Fully. Oh, was? Starke Zahl? Aber es war falsch. Die höchste Zahl verliert. Oh, ich dachte, es war wieder die 21. Ich wusste genau, es ging wieder um die 21. Da hätte ich ja, das war jetzt wegen der 21. Deswegen dachte ich mir, oh mein Gott, der Fully. Ich dachte auch so, oh mein Gott, mein Glück, aber nein. Dann bist du gestorben. Hey Leute, ich bin tot. Welche ist die älteste Trikolore-Flagge, die heute noch in Gebrauch ist? Was ist überhaupt Trikolore?
Die älteste Flagge. Ah. Ach so, dreifarbig einfach. Ah. Ich glaube, das habe ich richtig. I think. Nee, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Niederlande, komm schon. Ich weiß nicht von wann. Ich weiß nicht von wann. Yes! Ja, Niederlande. Oh, shit. Ja. Johnny, ist die Flagge von Italien eigentlich wirklich Mozzarella, Tomaten und Basilikum oder? Nein. Das ist nur Zufall. Wer weiß. Oh nein. Ich glaube, die Flagge von Ukraine ist ein Himmel- und Sonnenblumenfelder. Erhalten Sie eine Frage auf Ihre Geräte. Geben Sie die beste Antwort ein, die Ihnen einfällt und schicken Sie ab. Ich hoffe, jemand sagt Hodensäcke. Ich mag es immer noch, dass hier diese eine Runde Quiplash manchmal gibt. Ja. Sie sich extra stressen, wenn Ihnen immer noch nichts Lustiges Also, Moggy und ich sind die Judges jetzt. Der schlimmste Geschmack für Mineralwasser. Stimmen Sie für die Antwort ab, die Ihnen am besten gefällt. Ja, mein Gewinner. Ach Mann, das ist doch so lame. Was für stachelig. Was für stachelig. Was redest du da, Junge? Stachelig. Ich hab kurz überlegt, ob ich so plump bin, aber... Immer wo du trinkst und dann denkst du dir so, ah, oh, das sind Stacheln. Nein. Also das ist sehr spezifisch, Johnny. Da hast du ziemlich reingeschissen. Das wäre sehr schrecklich, oder nicht? Ja, ja. Also ich bin ehrlich, ich finde Hodensattgeschmack würde bestimmt gut schmecken. Ich habe zuerst überlegt, ob ich einfach Schal schreibe, aber... Die letzte Runde. Froh, dass Mucki was gesagt hat. Nächste Frage. Wer ist Paul Hewson? Das ist eine gute Frage. Das frage ich dich. Oh, Ach so. Ich sage, er klingt wie ein Bono. Für mich klingt definitiv wie Marilyn Manson. Das ist sehr klar. Der Moggy. Mir nach. Nee, ich will da nicht rein. Unrubbellos. Sie nehmen an meiner Rubbellos. Tippe, wer sterben wird. Einfach drei Dollarzeichen freirubbeln und sie überleben. Das klingt doch einfach. Aber wenn sie nur einen Schädel aufrubbeln, uiuiuiuiuiuiui. Mate, pass auf. Uiuiuiuiuiui. Nicht da. Nicht da. Das ist ein Schädel. Uiuiuiuiuiuiui. So knapp. Ja. Was ist da los? Kein Druck, Mate. Kein Druck. Extra Dollar? Will ich extra Dollar haben? Ja. Da willst du das. Okay. Ignoriert das Klingeln. Ich bin nur aktuell. Die Scammer sind wieder zurück. Sollte mein Handy mir. Als ob du das überlebt hast. Ich hab mich aber nicht mehr getraut. Mein Handy ist gar nicht. Ey, da sind ja nur zwei Schädel. Gibt, mein Handy ist nie nicht muted. Irgendwie wie Betrug an. Ich werde nicht oft angerufen. Mein Handy ist immer auf. Ich weiß nicht mal, ob ich einen Klingelton habe. Es ist nur noch einer von Ihnen am Leben. Sie wissen, was das bedeutet. Oh, Zeit zu töten! Finale. Sie haben es so weit geschafft. Aber können Sie sieht sogar aus wie Maeve. Oniere Wam. Hier ist Ihre erste Kategorie. Wie du es ausgesprochen hast. Yellow. Och, das ist doch unfair. Sie auf jede Antwort, die in die Warte mal, ich heiße rückwärts auch Joni. Dann auf abschicken. Steht ihr? Nee. Oh. Die Zeit ist fast um. Schauen wir Lensenheim uns gab's nicht, oder? An. Yes! Ja. Ah, steht die Mauer. Linsenheim. Oh, das sieht nicht gut für mich aus. Die fünf Phasen der Trauer nach Kübler-Ross. Einmischung. Die Zeit ist fast um. Ich glaube einen. Nein! Ich wollte gerade sagen, Finsternis gab es auch nicht, oder? Das nee. Dann gerade her, aber wenn man verhandeln will, vielleicht sieht das als Einmischung. Das war dumm. Nee. Das bestimmt ich jetzt. Oh, nee. Oh, da bin ich raus. Ich meine, ich kann einen davon zuordnen. Ja, eben. Was ist denn mit euch los? Nein! Scheiße. Yes. Also Jill Valentine. Der Mail brennt weg. Brust, denke ich. Insel ja. Im Mittelmeer. Komm schon. Boah, ich bin nicht gut in Geografie, aber das sollte ich. Ich hab Kapi wieder weggemacht. Das war auch leicht. Ich dachte, war das eine? War das nicht? Ja, ich war mal auf Capri-Sonne. Das heißt Capri-Sonne. Auf Capri gibt's keine guten Strände. Okay. Die sind alle aus Kies. Oh. Das von Kinder. Ach so. Es ist aber auch für Kinder. Hey, das ist mein Nintendo League. Yes. Yeah.
Ich hab Fully ein Bild geschenkt. Da kennen wir uns auch. Das war einfach nur ein bisschen Kinder Bueno. Aber es war sehr verwackelt. Heißt Bueno nicht sogar irgendwie Kind? Hat nie geheiratet. Nee, Bambini. Die Zeit ist fast um. Boah, keine Ahnung. Ich weiß, dass... Nein, ich wusste, dass sie nicht geheiratet hat. Ja, John Dark hatten wir wahrscheinlich alle. Ich dachte mir, Caesar ist doch auch, der ist doch ein swingender Junggeselle. Das sieht ja aus. Oh, jetzt hat er eine endgültige Flucht. Ja, warte, das habe ich auch. Ich hatte dasselbe. Nee, ich untersteh dich. Oh, weiß er das? Das komm weiß schon. Ich doch. Komm das schon. Weiß er, oder? Hoffentlich das weiß ich natürlich. Nicht. Yes! Yes! Nein! Yes! Yes! Sie müssen alle richtig. Oh, Funny, los geht's. Das wird Johnny hinter uns. Yes! Du bist auf einem Level mit mir. Nein, 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 du bist hinter mir. Du denkst wohl, du stehst über mir. Ach, ich weiß es doch nicht. Komplimente! Wenn Moggy damit rausgeht aus dem Level, dann hat das auch verdient. Was? Nein, ich hab den richtigen Rhythmus gesagt! Nicht der Rhythmus! Ich auch. Der Rhythmus ist wichtig. Das ist der Rhythmus, mit dem man mit muss. Ich meine, das kann man so drücken, wahrscheinlich um Stellung und nicht um Methoden. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich wollte zwei auswählen, egal. Shit. Ich hab nichts. Ja, ich auch. Wir haben alle denn genau das Falsche genommen. Ich? Wir alle. Berufe mit Boden. Was? Berufe mit Boden. Komm und Boden. Komm schon, das hab ich, oder? Nein! Yes! Es war komm und Boden. Let's go! Ich weiß nicht, was ein Commodore macht. Ich dachte, das wäre ein Computer. Das ist ein Rang. Commodore 64? Ich glaube, ein Commodore ist ein Rang. Aber das hat was mit Schiffen zu tun. Das wusste ich. Wenn das ein Rang ist, ist kein Beruf. Plot Twist, wir sind alle Echsenmenschen. Du vielleicht. Daran glaube ich, ich distanziere mich davon. Ich glaube nur Fully. Ah ja, Commodore ist eine Rang- und Funk- und Funktionsbezeichnung in der Schifffahrt. Schlecht gewürfelt. Von einem Freund getötet. Und in der militärischen Luftfahrt. Jemand anders war einfach lustiger. Tja, Johnny. Der Tod, haha. Die Hodensäcke haben den Johnny rausgekegelt. Ja, das war der Hodensack-Geschmack. Das ist der Geschmack, bei dem man mit muss. Und dann würde ich sagen, das war Trivia Murder Party 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Moggy hat nicht einmal gewonnen, der Rest schon. Hast du gewonnen? Ja. Habt ihr alle gewonnen? Ja. Oh. Ja. Oh. Schön. Fühle ich mich direkt viel besser. Wie bei der Herausforderung. Musste ich nochmal anwählen.